Hey, you guys are listening to the podcast Ziggin' Junkies. Never heard it, but I'm Mike Cudlitz, so you should listen. Ahoi, hoi, liebe Ziggin' Junkies da draußen. Wir besprechen heute wieder The Walking Dead im Ziggin' Junkies Podcast. Mit mir dabei ist heute eine Person, die sonst nicht dabei ist und deswegen als erstes vorgestellt wird. Hallo, mein Name ist Felix. Und Axie ist auch da. Übrigens die vierte Konstellation in 5 Wochen. Das haben wir auch noch nicht hingekriegt. Wenn wir eins können, dann ist es krank sein. Unbeständigkeit. Unser Forte. Verlässlichkeit. Hanna ist nämlich looten im Auftrag der Firma und muss hier Geld ranschaffen. Deswegen mach mal, Hanna. Kann sie diese Woche leider nicht mit dabei sein bei der Diskussion zur Folge Twice as Far, die ihr um 21 Uhr immer montags bei Fox sehen könnt, auf Deutsch oder auf Englisch. Noch 2 Folgen bis zum großen Finale. Oder? Ja, ist korrekt. Warum schützt du da so deinen Kopf? Nee, ich habe den Böhme gemeint, weil der wieder Scheiß macht. Gemacht, sorry. Okay. Ja, aber bevor wir zur Episodenbesprechung kommen, gibt es natürlich wie immer ein bisschen Feedback. Ja, unser lieber Bolet hat geschrieben. Le Bolet. Viel Team Boller haben wir gerade schon gesagt. Und zwar entschuldigt er sich erstmal, dass er leider keinen weiteren Kommentar abgeben kann zum umstrittenen Thema der letzten Woche. Also, er schreibt nur, er kann es nicht machen. Das heißt nicht, dass es nie passiert ist. Aber ja, des Weiteren schreibt er noch, dann lieber noch, doch noch etwas über die aktuelle Folge frohlocken, die immerhin ein GOT-Crossover bereithielt. Ach so, das ist jetzt schon zur neuen Folge, fällt mir jetzt gerade auf. Aber ist ja egal. Dann machen wir das. Okay, machen wir es jetzt. Ach so, zur ganz neuen Folge. Also, Vorbereitung gehört auch zu unseren Stärken. Das ist ein Teaser. Die gute Sache ist, ich habe diese E-Mail nicht vorgelesen, gelesen, bevor ich sie jetzt hier vorgelesen habe. Aber dann lassen wir vielleicht am Schluss einfach nochmal Bolle zu Wort kommen, wenn es noch reinpasst. Ansonsten haben uns natürlich letzte Woche sehr, sehr viele Leute geschrieben wegen des Synchro-Gates, ja. Sagen wir mal so, weil ich irgendwo aufgeschnappt hatte. Ich habe die Folge nicht auf Deutsch geguckt, wie manche von euch abgeleitet sicher? Haben. Ja, sicher. Ich habe nur irgendwo aufgeschnappt, dass es wohl geäußert wurde, die Sache mit dem Walkie-Talkie und Carol und Rick, dass Rick da irgendwie sagt, Carol ist keine Kämpferin und so weiter. Und das war halt eben nur in der deutschen Synchro so. Ja. Und nicht in der englischen Originalversion, weshalb es zu leichten Unstimmigkeiten kam bei uns. Dafür nochmal sorry, ist meine Schuld auf jeden Fall, nehme ich auf meine Kappe. Definitiv. Ja, ich hoffe, es kommt nie wieder vor, dass ich Sachen glaube, die ich irgendwo gelesen habe. Nee, aber ja, das war ein bisschen unglücklicher Umstand, aber auch ein bisschen komisch, dass die deutsche Synchro sich so viel Freiheit nimmt. Ne? Das also ist super befremdlich. Haben wir einen solchen Fall, ich sehe jetzt nicht viel deutsche Synchro, aber ist mir eigentlich noch nie untergekommen, dass es solche Abweichungen gibt. Wäre mal interessant zu sehen. Es gibt so ein paar Klassik-Synchros, die sich ganz viele Freiheiten genommen haben. Zum Beispiel die 2 war, glaube ich, so. Diese Roger Moore. Komplett anders dann. Ja, wirklich. Ganz anderer Inhalt. Ja, wirklich, tatsächlich so. Ist ja auch bei, glaube ich, bei vielen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen habe ich auch mal so gewesen, dass die dann dementsprechend umgedichtet wurden. Ja. Für den Unterhaltungswert halt. Genau, damit sei dieses Thema abgeschlossen und dann hat uns noch eine Frage erreicht, ob es einen FTWD-Podcast gibt, weil ja TWD sich zum Ende, dem Ende nähert und ja, wir werden auf jeden Fall, können auf jeden Fall euch schon mal versprechen, dass es das geben wird. FTWD kehrt, wann kehrt es zurück, Adam? Woche nach The Walking Dead. Ach wirklich? Es gibt gar keine Pause? Nein. Okay, good set. Am 5. Ist unsere Finalsendung. Am 10. April dürfte The Walking Dead zurückkehren. Das heißt, am Zombies on the Boat. 12. April kommen wir dann mit einem FTWD-Podcast um die Ecke. Es sind 14 Folgen. 15. 15? Erstmal 7 und dann 8 in 2 Blocks ausgestrahlt. Ah ja, also es wird auch eine Pause wieder geben. Das heißt wahrscheinlich FTWD und dann kommt TWD, die 7. Staffel, direkt im Anschluss. Nein, erstmal kommt Preacher. Preacher? Achso, also FTWD, Pause, FTWD, Preacher, Walking Dead? So? Warte mal, FTWD, Preacher. Herzlich willkommen beim Sendeplan-Podcast. FTWD und dann TWD. Serienplaner. Die Audio-Edition. So müsste es okay, also sein. Auf jeden Fall, wenn FTWD läuft, sind wir auch am Start, um das kurz zu machen. Genau. Und jetzt zur neuen Folge.
Ja, Twice as Far. Wir haben lange nicht mehr Previously On gemacht, ist mir dabei so aufgefallen. Previously on The Walking Dead. Genau, was ist denn passiert beim letzten Mal? Maggie und Carol wurden entführt und waren bei den Saviors und haben Blutrache genommen für etwas, was ihnen gar nicht angetan wurde. We didn't do anything. Alle Savior umgebracht, qualvoll und teilweise im Feuer tot. Mhm. Genau, das war die super kurze Zusammenfassung. Yeah. That was. Und Carol ist jetzt ein bisschen bedroppelt, weil sie eigentlich keinen Bock mehr hat, Leute zu töten. Ein Gewissen zeigt sich. Ja, sehr überraschend. In den Kommentaren heißt es ja, dass die Entwicklung schon seit der vierten Staffel vorangetrieben wird, obwohl ich ja so ein bisschen der Meinung bin, ja, vielleicht. Diese Entwicklung, die wir gerade, ja. Deren Abschluss wir heute, ja. gestern gesehen haben? Ja. Okay. Also ich bin eher so der Meinung, dass... anderweitige Entwicklung wurde vorangetrieben, aber darüber können wir ja gleich nochmal diskutieren. Okay. Aber die Episode, die startet mit einer meiner Lieblingsfiguren. Da habe ich mir nämlich hier so ein kleines Herz notiert, was Olivia. Axel auch aufgefallen ist. Our girl. Good old Olivia. Ja. Good Dolivia. Die macht immer wieder schön ihr Vorratslager auf und lüftet einmal durch. Inspiziert die Marmeladengläser. Guckt, ob noch genügend Cereal da ist. Ist ziemlich zufrieden damit, mit dem Vorrat. Und dann fristet sie irgendwie ihren Tag und macht irgendwie... Gibt es mal eine Olivia-Focus-Episode? Make it happen, guys. Dass sie den ganzen Tag nur Sachen aufschreibt. So viel Mais haben wir. So Doku. So viel. Das wäre doch was für Hannah auf jeden Fall. Ja. Morgan macht seinen Tai Chi bzw. Aikido dabei. Carol hat ihren Rosenkranz, wo sie tatsächlich jetzt betet. Also die religiöse Komponente bei Carol wird tatsächlich ein bisschen ausgeweitet und raucht natürlich noch wie ein Schlot. Ja, betet sie wirklich oder knetet sie einfach nur auf den Rosenkranz? Weiß ich eben auch nicht. Ist es beten oder kneten? Beten oder kneten? Neue Spielshow demnächst bei sehen. Aus dem Walking Dead Universum. Oder kneten. vielleicht kriegen wir den Gädchen dafür. Oder das ist der richtige Mann. Oder den Böhme am Ende noch. Ja, und wir sehen auch, was Morgan gebaut hat. Nämlich, er hat nicht geweint, weil er falsch geschweißt hat, wie wir im Feedback in der letzten Folge gesagt haben, sondern er hat eine schöne Zelle gebaut mit so ein paar bunten Backsteinen auch noch dabei. Ich frage mich, woher die bunten Backsteine da kommen. Ist eigentlich ganz, ganz schön ordentliche Arbeit, so ein Gefängnis zusammenzubauen. Und so ein Mann-Ding. Ich mich gefragt, wo er den ganzen Kram hergekriegt hat. Ja, die hatten ja eine Baustelle. Da hat ja Tobin auch gearbeitet. Also da könnte man das irgendwie herleiten. Okay. Aber woher er jetzt die Zellentüren genau genommen hat, ja, die hat er ja wirklich zusammengeschweißt. Wahrscheinlich aus den Altmetall. Alten Skulpturen von Jesse oder so, die nicht mehr gebraucht werden. Sehr gut. Das wird sein. Dann hätten wir das auch geklärt. Also, was ich hier persönlich ganz interessant fand am Anfang der Episode war, dass man sofort so eine Routine gesehen hat irgendwie. Ne? Anscheinend ist Ruhe eingekehrt nach den Vorfällen mit den Saviors. Und jeder geht zu seinem Tagesgeschäft nach. Also, wir sehen irgendwie so Wachablösungen. Aber es war ja so Groundhog-mäßig fand ich auch. Strukturiert, was ich irgendwie nicht so ganz... Also, ich habe die Intention dahinter nicht. Es war halt immer wieder das Gleiche. Also du hattest deinen festen Tagesablauf und du machst immer wieder die gleichen stupiden Aufgaben. Ich glaub, aber am Schluss war es doch dann, also die haben sich doch schon leicht voneinander unterschieden, die Varianten. Die hatten verschiedene Klamotten ab und zu an, glaube ich. Bis auf Gabriel, der immer in seinem schwarzen Anzug mit seinem Kragen rumläuft. Aber ansonsten, glaube ich, war da immer so ein bisschen Variation halt in dem äußerlichen. Und es gibt die Variation, dass in der einen Variante Tobin mal Carol geküsst hat. Am Anfang schon. Ja. Love. Und die Variation, aber ich wollte erstmal noch zu Morgan zu sprechen kommen, bevor wir auf die nächste Variation eingehen. Denn es gibt ja bei Morgan noch die Frage von Rick, why? Ja, und sein ziemlich herablassender Blick in dem Moment, so, wo er denkt so, ja, we don't gonna need that shit. You're the new Gabriel, man. Don't get on my nerves. Das ist schon ziemlich hart. Also, ja, er hat dann so einen leichten Smirk auf den Lippen und denkt, ja, lass den Spinner mal irgendwie sein Gefängnis da zusammenbauen. Ja. Es ist ja auch immer bezeichnend, dass Morgan in dem Fall im Gefängnis drin ist. Ja, er baut sich ein eigenes Gefängnis. Und dann ist die Tür geschlossen und Rick steht dahinter so, was ist los? Was ist los, Morgan? Ja, ich meine, was ist es im Endeffekt? Was macht der dünne Junge da? Er hat halt irgendwie die Absicht, diese zivile Komponente ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Ne? Ich meine, Gefängnis soll ja zuallererst, da fällt Adam glatt der Stift auf den Tisch, irgendwie zur Resozialisierung oder zur Rehabilitierung von irgendwelchen Straftätern dienen. Mhm. Weiß nicht, inwiefern er dafür Zeit hat und das angemessen ist. Die Option ist jetzt auf jeden Fall da, wie er sagt. Ja. Also ich meine, du hättest davor halt Jesus oder den Wolf da reinstecken können und dann wäre Jesus auch nicht, obwohl Jesus kann ja überall rauskommen. Hätte den Wolf auch einfach besser fesseln können, das wäre ja auch eine ganz gute Option gewesen. Ja.
Aber er hält auf jeden Fall an seinem Tai Chi-Denken fest, ja, sagen wir mal so. Er ist konsequent in seiner Charakterzeichnung. Was wir vielleicht nicht von allen sagen können. Vielleicht der Einzige in dieser Folge. Was nämlich auch teilweise neu ist bei diesem Alltag, ist, dass Rosita aufwacht und neben ihr Sexy Time. Sexy Time stattgefunden hat, ja, mit dem guten Spencer. Habt ihr sofort an Spencer gedacht, als ihr dieses Knäuel gesehen habt, dieses Deckenknäuel? Nee, ich war echt gespannt, wer da jetzt drunter liegt. Ich habe kurz überlegt, ob es Eugene sein könnte. Ich auch. Boah. Ich mir dachte, yes, finally get some. Er ist jetzt ja ein neuer Ladykiller, wie wir hören, ja, zwischendurch. Von daher, vielleicht hat er, dachte ich auch so. Ein bisschen Lesbo-Action wäre auch ein bisschen interessant. Oder so einer von den Random-Dudes in diesen karierten Händen, die du vorher nie gesehen hast. Wer ist das? Der dann gleich gefressen wird, als er rausgeht. Beim Walk of Shame. Rosita liebt ihn einfach. Diesen Peter. I wanna say James. Jack. Gibt's denn noch irgendeinen anderen? Aaron auf einmal. Ja, diese komischen Zwillinge halt, die aussehen wie aus demselben All gepellt. Zwillinge? Naja, die sehen immer gleich aus, weil die ihre komischen Cargo-Hemden haben. Die Flanell-Boys. Ja, Flanell-Boys. Das sind halt so zwei Alexandriner mit ihren Frauen, glaube ich. Die haben mal irgendwie Stress in der Vorratskammer. Genau. Ach so, okay, die beiden, ja. Die keinen Namen haben. Wie heißen sie, Adam? Weiß nicht. Du bist Carter wurde gefressen. Billy und Billy. Chili und Willy Billy. Okay, nennen wir sie so. Bobby und Jobby. Und Daryl hat sein Motorrad wieder, das wissen wir auch aus der letzten Episode. Und der findet das Spielzeug, was er Dwight und seine Chicks abgenommen hatte. Foreshadowing. Genau. Da wusste dann jeder, vielleicht kommt jetzt Dwight mal wieder, wenn jetzt schon das Motorrad wieder da ist, dann. Ja, jeder, der wusste, wessen Spielzeug das war. Ja, wusstest du das oder hattest du nicht dran gedacht? Ja. Ich habe die ganze Zeit auf Dwight gewartet. Das war ein sehr überzeugendes Ja. Natürlich. Aber auf jeden Fall spricht Carol mit ihm und fragt, bereust du, dass du die Leute in dem verbrannten Wald nicht getötet hast? Und er sagt, ja, ich würde das lieber mal gemacht. Excuse me. Pardon. Genau. Aber wie kommt sie da überhaupt drauf? Wegen dem Motorrad oder? Ja, und weil er wahrscheinlich davon erzählt hat. Weil er redsamer ist, wenn er mit off-camera ist und in Alexandria rumläuft, als wenn er on-camera ist. Ja. Wenn wir nochmal ganz kurz über Carol sprechen, ja, also, weil mir ist was aufgefallen. Also, es war so. Jetzt fällt mir der Stift runter. Was seid ihr so nervös heute, Jungs? Weiß ich nicht. Diese Konstellation hatten wir noch nie. Das ist deine Schönheit, Axel. Wirklich, ich bin geblendet. Ich habe mich gerade ausgezogen, müsst ihr wissen. Ja. Er hat die Guns gezeigt. Oh Gott. Welcome to the Gun Show. Mm. Carol erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Fensterrentner in dieser. Also sie sitzt halt auf ihrer Veranda da, mhm, und ja, auf ihrer Schaukel und ist halt natürlich sehr nachdenklich, weil sie sich jetzt ja wandelt und dieses neue Gewissen entwickelt. Und dann gibt es halt diesen Moment, den hast du schon erwähnt, mit Tobin. Dieses Küsschen, ja. Und ich finde ja Tobin eigentlich ganz cool, aber. Woher kommt das? Ja. Aber das haben wir uns ja schon vor zwei Jahren, ja, genau, gefragt, ne? Oder so. Ne? Und jetzt wollen die das so ein bisschen untermauern, dass sie vielleicht sesshaft geworden ist und in Toben jemand gefunden hat, ja gut, nicht der ihre Last abnehmen kann, aber die ihr halt, was ich. Ich meine, Liebe gibt. Liebe. Sie schreibt, ja, sie schreibt ihm ja sogar am Schluss den Brief. Ja. Spoiler. Was ja auch, Spoiler, ja. Aber was ja auch ein bisschen arg weit hergeholt ist, dass er jetzt ihr Go-To-Guy ist. Ne? Stimmt. Da hätte man, ja. Ja, also warum schreibst du? Schreib an Daryl. Ja, eben. Ja, oder literally jeden anderen, den du schon seit 100 Jahren kennst. Und nicht aber den he's Dude, your main den du squeeze, man. Ich meine, Tobin, also vor allem angesichts dessen, was am Schluss noch passiert, jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, ist es ja auch, warum gab es die Story mit Tobin überhaupt? Zu welchem Zweck? Also, die waren jetzt ungefähr 90 Sekunden zusammen. Oder, keine Ahnung, hatten zwei Szenen zusammen? Ich glaube, zwei Szenen? Oder drei? Möglich, ja. Sie haben sich zweimal geküsst und that was? Sie haben sich beleidigt ein bisschen oder sie ihn beleidigt. Er hat ihre Cookies genascht. Er ist an ihre Cookieschale gegangen. Also 13. Not a euphemism. Ich bin an ihre Cookieschale gegangen. Ja, was bei dem Gespräch von Daryl und Carol halt noch interessant ist, ist, dass Daryl sie ja fragt, was haben sie euch eigentlich angetan? Und Carol so, nix. Ja. Das war ja schon eine relativ wichtige Aussage für das, was dann am Schluss passiert, weil sie halt irgendwie realisiert, dass sie die Monster sind. Mhm. Ja. Nicht die Zombies sind die Monster, sondern unsere Walking Dead. Deswegen ist der Satz, glaube ich, schon relativ
wichtig. Vielleicht sprechen wir später noch mal ein bisschen mehr über Tobin, aber ich habe da noch so ein bisschen so eine Interpretation oder so. Also ist jetzt kein ja, gut, machen wir später. Das schreibe ich mir auf, Adam, da lass ich dich okay. Vom Hocke. Wie fandet ihr denn dieses komische Stil? Also ich sag, ich werde jetzt Gott, schon jetzt das Stilmittel mit dieser, dem Instagram-Filter. Genau. Was sollte das wieder? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wer hat der Regie geführt? Der Name war mir jetzt... Den kannte ich auch nicht. War mir nicht so geläufig. Ich glaube, der war das erste Mal One-Timer. First Timer. Ja, na, auf jeden Fall war das ja immer so ein komischer Übergang zwischen den Szenen am Anfang. Ja. Da wurde es dann so das war der Momentier-Effekt vielleicht einfach, oder? Ja, verschwommen war und dann wurde es wieder deutlich. Das war irgendwie seltsam. Ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Ich auch nicht. Ich habe das ganze Ding... also es hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben, sagen wir mal so. Mhm. Also... Es ist ja schon so, dass Walking Dead sich manchmal ein bisschen versucht, aus dem Fenster zu lehnen, was so die visuelle Umsetzung angeht. Und ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn sowas probiert wird. Aber in dem Falle hat es mir gar nichts gegeben. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit gefragt, warum ich das jetzt gerade sehe. So. Ich war irritiert. Ja, genau, ich ja auch. Also ich habe gedacht, ja, kommt da jetzt noch irgendwie was? Oder am Schluss? Und dann am Schluss wurde es ja nochmal aufgegriffen, dieses Element. Oder zumindest... bevor der Vorspann losgeht im Cold Open. Die letzte Szene ist, glaube ich, Carols Zigaretten-Aschenbecher da. Und das wird ja am Schluss dann nochmal aufgegriffen. Aber das hätte man auch alles haben können ohne diesen Groundhog-Effekt. Und dann, als das Bild so verschwommen war mit diesem Filter-Style, dann habe ich irgendwie gedacht, ja, kommt jetzt eine Traumsequenz oder sowas? Weil das ist ja normalerweise so ein Indikator. Du hast so Sitcom-Hafen. Genau. Kleine Wölkchen am Bild. Die Kamera rum und siehst, keine Ahnung, einen von den Dudes an so einer Harfe sitzen. Karl kann auch eine Harfe spielen. Oh, Carol, why did you leave me? Tobin nur mit so einem Lendenschurz und so. Und kleinen Flügelchen. Eine einzelne Träne läuft ihm die Backe runter. Ach ja, apropos eine einzelne Träne, die Backe runterläuft. Spencer ist ja auch so ein bisschen klingy, was du siehst. Ja, da aber hallo. Dude, Alter. Get the signals. Are we a thing now? I gotta know. The pressure is killing me. The suspense. Können wir was zusammen machen? Ja, Udi hat ja aber auch alles verloren. Ja, das stimmt. Trotzdem fand ich es auch nicht gut. Also es war mir auch ein bisschen zu soapy in dem Moment. Und man hat auch so Usita das erste Mal angesehen, so, ey, komm. Hey, lass mich in Ruhe. Geh weg. I just want your dick. We Eugene. Dick me. You can buy the dick. Ich warte noch auf seine romantische Geste, dass er vor ihrem Fenster sich so abseilt. Wie in dieser oder ihre Serenade da bringt. Ja, so ein Ghetto-Blaster hatten vor ihrem Fenster. Ja, genau, Lloyd Dobler-Style. Ja, damit hätten wir so diese Prämiabel abgehakt. Und Präambel meinst du? Präambel. Ach, eine Sache noch. Ich habe eine Melone erspäht in dem Lager. Ich habe mich gefragt, wie die an eine Melone rankommen. Also es gab so einen Blick auf dieses Lager, aber also darf man ja, muss man ja auch eigentlich auch festhalten. Böhmer hat einen Freeze-Frame gemacht und das ganze Ding durchsucht. Nach Inconsistencies. Es ist ja nicht unwichtig zu wissen, dass jetzt die Lager sich wieder füllen, ne? Mhm. Mit diesem erfolgreichen Bündnis mit den Hilltobbies oder wie wir sie nennen. Und dann habe ich mal geguckt, da gab es irgendwie so, also diese Marmeladengläser im Hintergrund war halt eine Melone. Ja, wusstest du nicht, dass, dass George der zweitgrößte Melonenproduzent auf der Welt ist? War es eine Wassermelone oder eine Honigmelone? Eine Wassermelone. Okay. Aber tatsächlich kommen, glaube ich, fast alle Melonen, jetzt kleiner Exkurs, aus Deutschland, aus einem einzigen Land. Das ist, glaube ich, Kirgisien oder so. Das ist eine super weirde Story. Also alle Wassermelonen. Warum ihre Landesflagge eine Melone? Ist so grün-grün gestreift. Grün-rot. In der Mitte mit so ein paar schwarze Punkte. Sorry an alle Kirgisianer, die uns zuhören. Das ist nicht böse. Ja, gemeint. Vielleicht weiß das jemand da draußen, irgendjemand, der sich mit Import, Export auskennt. Oder keine Ahnung. Obsthändler da draußen. Obsthändler, genau. Wo kommt der Großteil der deutschen Melonen her? Ja. Und ist es möglich, dass man Melonen in Georgia anbauen kann? Mhm. Bestimmt. Ich glaube schon. Ich glaube, das Wetter ist gut genug. Ne? Ist ja sehr, sehr schwül jetzt auf einmal wieder. Sieht zumindest aus. Sehr warm irgendwie. Also in der Serie. Winter hatten wir ja leider noch nie. Gibt's nicht. Ja, so viel zu meiner Melone. Sehr schön, sehr schön. Hast du auch schon mal Melonen getragen, Felix, wie in Dirty Dancing? Ich nehme mich einmal schon. Ich habe bei Kaisers eine fette Melone gekauft für die Redaktion und dann musste ich die den ganzen Weg hierher schleppen. Mein Gott, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Melonengate. Aber die Redaktion war erfrischt, das war es. Du hättest sie auch rollen können einfach. Hygienische Melone. Dreckmelone. Kommen wir zur A-Story. Die Schale isst man ja nicht mit, Adam. Also nur so Newsflash. Seit wann das denn? Das sind die meisten Vitamine drin. Ihr esst nicht nur das Grüne? Das Rote ist Müll. Das Rote werfe ich immer weg. Oh Gott, ich hätte lieber niemals die Melone erwähnt.
Kommen wir zur A-Story der ganzen Geschichte. Nämlich Denise geht zu Rosita und Daryl und fragt oder sagt ihnen, passt mal auf, ich habe da was erspäht, da beim Giftshop ist vielleicht noch eine Apotheke drin, da möchte ich vielleicht mal schauen und gucken, ob wir nicht vielleicht so ein paar Medikamente einsammeln können. Und sie fühlt sich gewappnet für die Romas. Who the hell calls them Romas? Da fragt Daryl nämlich die exakt richtige Frage, wie viel Zeit hast du schon draußen verbracht? Und sie, gar keine. Mhm. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer eigentlich. Ja. Weil sie erzählt doch dann auch die Backstory, wie sie von DC, habe ich das richtig verstanden, nach Dings gekommen ist, nach Alexandria. Und dadurch hat sie doch auch den Laden erst erspäht, oder was? Ja, genau, so, da. Oder? Aber dann hat sie ja schon eine Zeit lang draußen verbracht, weißt du? Ja, aber wahrscheinlich nicht so lang. Also die müsste schon relativ viel in Alexandria gelebt haben. Wahrscheinlich wirklich auf so einen Truck drauf und dann runtergefahren oder vielleicht sowas. Genau. Direkt nach Alexandria. Ja. Oh, da gibt's eine Community. Finde ich gut. Ich bin Arzt. Und Rosita hat keinen Bock auf Babysitten, aber Daryl denkt sich, naja, komm, können wir machen. Kurze Frage. Ja. Der Böhme holt Luft. Wirklich. Ja. Also dieses Trio, ne, das haben wir ja wirklich so noch nie. Meine Notiz, strangest Team. Ja, wirklich. Es ist so eine seltsame Kombination. Und ich bin, da ist auch wieder so ein Problem, ich wurde nicht so richtig warm mit der. Also die ganze Folge über war es relativ schwer für mich. Also sowohl Rosita ist ja nicht existent als Charakter eigentlich. Und jetzt versuchen sie es halt in der Folge ziemlich krass mit der Brechstange, sie zu einer Figur zu machen. Ja. Merritt Weaver ist ja eigentlich ziemlich gut als Denise, aber sie ist halt auch so seltsam in diesem Triumvirat, möchte ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, das hat bei mir nicht so richtig gezündet. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Mir ging es ähnlich, weil sich extrem viele fragwürdige Entscheidungen wieder aneinanderreihen. Und das wieder irgendwie mit Sachen begründet wird oder mit Charakterzügen begründet wird, die mir nicht wirklich erschlossen wurden. Und das fängt allein schon damit an, dass sie halt da raus will. Ne? Also sie hätte ja auch einfach in der Karte, hatte sie nicht sogar eine Karte, wo das eingezeichnet war? Ja. Dann hätte sie doch einfach sagen können, okay, die Leute, die seit 2 Jahren durch die Zombie-Apokalypse laufen und alles Mögliche schon miterlebt haben und jetzt mittlerweile zu absolut ruchlosen Killern wurden, auch von anderen Menschen, die könnten wir doch da rausschicken. Und warum bleibe ich als einzige Ärztin nicht einfach hier? Ja. Und sie sagt dann irgendwie so eine Begründung, ja, es geht darum, dass sie dann aussuchen will, welche Medikamente sie mitnimmt. Aber das ist doch Quatsch. Also weil sie doch im einfach Endeffekt alle alles mitnehmen. Ja. Und im Endeffekt machen sie es ja auch so. Sagt ja Rosita irgendwie, als sie dann in der Apotheke sind, sagt sie ja dann, ja, yeah, we're just gonna take everything. Ja. Und am Anfang war das noch die Begründung, warum Denise mit will. Und das ist dann halt einfach zu schuhhornt, wie man so schön sagt, dass wir jetzt irgendwie unbedingt... Genau. Irgendwie muss Denise sterben, deswegen muss sie raus, deswegen gibt es komische, komische Begründungen. Und, korrekt. Das zieht sich halt durch diesen ganzen Handlungsstrang. Ja, also ich konnte schon nachvollziehen, warum man Daryl und Denise zusammen in ein Team tut, aber Rosita war halt wirklich dann so ein Ding, da haben sich die Autoren gedacht, wem haben wir lange keine Screamtime mehr gegeben und den können wir da jetzt irgendwie reinmischen. Man hätte wahrscheinlich genauso gut Sascha machen können und das hätte sich nicht viel genommen. Ja, aber Sascha ist ja schon mehr Charakter für uns, als Rosita jemals war. Aber ich finde es ja eher begrüßenswert, wenn sie versuchen, Rosita zu einem Charakter zu machen. Ja, schon, aber die Art und Weise, wie sie es jetzt machen, ist halt nicht sehr zufriedenstellend. Finde ich zumindest. Also es ist ja so, dass ich halt für diese Figur nicht wirklich viel empfinde, beziehungsweise ihr Schicksal mir ziemlich egal ist. Weil ich halt, bis jetzt, sie ist halt, wie viele Staffeln jetzt dabei? Seit 2? Aber ja. Sie ist hart. Und was hat sie bis jetzt wirklich getan? Und, ja, aber dann ist ja höchste Eisenbahn. Dass sie quasi was tut, ja, aber ne? Für mich ist der Zug vielleicht schon ein bisschen abgefahren. Das kann sein, und das ist halt so ein Problem, dass dann halt irgendwie die emotionale Fallhöhe, falls sie was passieren sollte und uns wird ja suggeriert, dass sie sich irgendwann in der Gefahr begibt oder in der Gefahr befindet, da bin ich ja null involviert drin dann. Also das finde ich so ein bisschen problematisch. Das Problem ist ja bei der Hälfte des Ja, Kampf, absolut. Ne? Also, absolut, ja. Ja. Und wir haben ja unsere unsterblichen 8, oder wie viel sind es? Wobei meiner Meinung nach ja diese Zahl immer weiter schrumpft, vor allem jetzt so zum Ende der Staffel hin. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber Beweise muss die Serie erst noch erbringen. Das stimmt. Ja. Ja. Was ich sehr amüsant fand, war, wie sie dann, wie Hühner auf der Stange in diesem Pickup saßen. Ja, das war eine sehr schöne Szene. Und das war so ein bisschen weird, aber auch irgendwie sehr charmant. Und also ich habe mir so vorgestellt, weil Denise hat immer so links und rechts hingeguckt, wie sie so sagt, are we there yet? Also werden sie wirklich so ein Ausflug irgendwie und weiß nicht, was sie wirklich machen soll, aber das war irgendwie... Aber es war auch super schön, die Szene mit der Gear Shift. Ja. Sag mir bitte das deutsche Wort. Ja, der Gangschaltung. Genau, wie der
Daryl irgendwie mega Probleme damit hat und Denise halt ständig drauf guckt und sich voll lang überlegt, ob sie was sagen soll. Der so, guckt ja. dann irgendwann permanent zu ihr rüber. Ja. Ja, mach ich das jetzt richtig so? Ist das so? Das war ein schöner Touch, fand ich. Da haben sie Denise mal echt gut eingesetzt und Merritt Weaver sowieso. Hat jetzt müssen die Superfans mal sagen oder uns vielleicht mal schreiben, falls wir es nicht wissen. Daryl ist schon davor mal Auto gefahren in der Serie, oder? Mindestens eine Situation ist mir auf jeden Fall im Kopf, wo er Auto gefahren ist. Ich denke schon. Als er Beth nämlich gesucht hat, aber ich weiß nicht, ob er da eine Gangschaltung hatte, weil sonst wäre das wieder so ein Ding, was dann so nachträglich eingefügt wurde. Also als sie noch den Mitsubishi hatten, oder was das war, Hyundai, glaube ich. Ich glaube, mit dem ist er öfter mal gefahren, mit diesem türkis-grünen Hyundai. Ich auch. Ja. Und das war dann wahrscheinlich eine ganz normale Automatik. Ja. Also ist sein natürlicher Feind die Gangschaltung. Nee, aber das, also... Die Kupplung. Ich meine, so schön die Szene auch war... Daryl, der Fixer, der irgendwie Motorräder reparieren kann, dass der keine Gangschaltung in Gang kriegt, das ist halt auch schon wieder dann ein bisschen, aber das ist ein minor Complaint, das ist jetzt nicht so. Ich habe mir nur in der Szene gedacht, ich fand's schön, aber dann habe ich mir gedacht, so, der Dude fährt Motorrad und irgendwie ist so ein grease-verschmierter Typ und schafft es dann nicht, irgendwie eine Gangschaltung in Gang zu kriegen, das ist ja schon ein bisschen weit hergeholt. Aber es war witzig. Ja. Es war witzig. Jedenfalls kommt ein weiterer natürlicher Feind, der Baum, dazu, der den Weg versperrt, wo dann auch noch so ein paar Walker dann rumliegen und chillen. Habe ich es richtig verstanden, dass dann Rosita gesagt hat, dass der relativ frisch war, weil er kaum verwest gewesen ist, irgendwie der Walker? Der sah ja aus, als wäre er erst von einer Weile. Walker, ich habe überlegt, ob wir den irgendwie erkennen sollen. Ja, weil der erst von einer Weile gestorben ist und sich erst von einer Weile verwandelt hat. Also ich habe da jetzt keinen erkannt, glaube ich. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber der sah auf jeden Fall so aus, als wäre er noch nicht so lange tot. Mhm. Ja. Vielleicht war es ja ein Savior. Ja, eben. Oh mein Gott. Denise bleibt dabei, wie so der Hund im Auto zurück und guckt dann erstmal so ein bisschen, was sie da so. Und die Serie baut es echt so auf, als wird gleich ein Walker-Angriff auf sie kommen. Ne? Ja. Und ich fand auch, dass sie so ein bisschen aussah, als wäre ihr unwohl bei dieser Situation, weil sie irgendwie nicht weiß, was mache ich jetzt, was würde ich machen, wenn jetzt irgendwie 10 Walker aus dem Gebüsch kommen und so. Ich habe nur überlegt, die ganze Zeit, während die Spannung aufgebaut wurde, hat sie bitte die Fenster oben und die Türen zu. Weil ich habe nämlich gedacht, so jetzt kommt gleich durch das Fenster ein Walker rein und sie muss irgendwie mit dem kämpfen und was weiß ich. Ja, du hast es schon gesagt, der gesamte Handlungsstrang, der hat halt so oft danach gestunken, dass gleich irgendwas richtig Dummes passieren muss. Also das, was sie eigentlich in den letzten Folgen gut umgangen sind mit dem hohen Tempo und den einzelnen, also den coolen Episoden halt, kommt jetzt auf einmal wieder komplett dieses Walking Dead zurück, was einfach nur blöd ist oft. Und man sagt, warum macht ihr das? Warum stellt ihr euch so an? Das habt ihr doch vorher auch nicht gemacht. Und warum denn jetzt auf einmal? Und das ist halt so ein bisschen nervig. Und deswegen kann ich auch die Angst verstehen in der Situation, dass gleich irgendwas sehr Konstruiertes passiert. Ja. Irgendein Zombie-Angriff, den du halt echt schon dreimal gegen den Wind riechst. Und dann ist es ja okay, was ja am Schluss dann auch passiert. Ja, es ist ja okay, dass sie dann so ein bisschen da die Kurve kriegen und uns auf die falsche Fährte führen. Zumindest in der Situation, als dann Rosita gegen das Fenster schlägt, wo du auch denken sollst, jetzt kommt gleich irgendein Viech oder so. Ja. Aber dann lösen sie es halt am Schluss wieder ein, weißt du, dieses Versprechen, das wir gar nicht wollten, das sie uns aber trotzdem gemacht haben, das wird dann am Schluss wieder eingelöst. Aber erstmal holt Rosita ein bisschen Alkohol, Klopfer. Ich sag so kleine Schnapsflaschen, Klopfer. Schnapsexperten, es gab in der Redaktion eine Diskussion. An alle Alkoholiker. Wie nennt man solche kleinen Whisky- oder Schnapsfläschchen im Fachterminus? Also ich meine, ich habe jetzt Klopfer gesagt, sagt man einfach Schnapsfläschchen oder was gibt es da? Kurze? Ja, aber da habe ich mich gefragt, sind Kurze nur Sachen, die man einschenkt? Oder Barbesitzer, schreibt uns mal, podcast@segenjunkies.de. Sind Kurze nur welche, die man einschenkt oder sind Kurze auch welche, die in der Flasche sind? Da brauchen wir eure Expertise mal. Auf jeden Fall die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen werden. Danach wird sich über den Weg geschritten. Nimmt man den kurzen Weg, der irgendwie unsicher ist, oder nimmt man den langen Weg, von dem man weiß, der könnte okay sein? Egal, was man macht, ja, man trennt sich nicht. Das ist irgendwie so Zombie-Apokalypse 101, ganz ehrlich. Also die machen ja Dinger, die sie halt seit der ersten Staffel wissen müssen, dass man die nicht macht. Ich meine, allein schon zu dritt unterwegs sein, ich glaube, das haben wir auch eine E-Mail bekommen, kann das vielleicht zum Bolle sogar gewesen sein, wo er gesagt hat, wenn man zu dritt unterwegs ist, ist es immer doof, sich aufzuteilen, weil immer einer alleine unterwegs ist. Ja. Das ist schon doof. Einer muss dir den Rücken frei halten. Und wenn sie sich jetzt trennen, also... Ich wusste gar nicht, aus welchem Grund. Ja, es ist weiter und ich habe recht. Ich glaube, die Autoren wollten versuchen, Rosita so als, jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber Daryl-Äquivalent zu zeigen, dass sie auch so Tracks lesen kann, dass sie sich auch durchschlagen kann und dass sie eben auch recht haben kann, auch
im Kontrast zu einem Daryl, der halt meint, ich bin der beste Fährtenleser und ich bin derjenige, der hier alles überlebt. Das war so ein bisschen mein Ding, was ich bei der Szene hatte. Ja, das kann ja sein, aber trotzdem müsste doch eigentlich der Wunsch zu überleben größer sein bei ihr, als ihr Ego. Ja. Deswegen, also es wird halt oftmals werden Sachen mit dem Ego begründet, die aber, ich weiß nicht, also es müsste halt mittlerweile bekannt sein, dass es sehr gefährlich ist, allein durch die Zombie-Apokalypse zu wandern. Und dann wird ja auch aus dem Ding wieder nichts. So. Ja. Sie hätten sich das ja auch wieder sparen können einfach, weil es wurde jetzt kein Grundkonflikt gelegt, der im Verlauf der Episode nochmal aufgegriffen wird, sondern sie treffen sich dann wieder. Ja. Hi, guys! Ja. Und so. Sie hat halt einfach gewartet. Ja, aber sie hatte halt recht, weil der Weg halt ungefährlich war. Ja, aber gut, das kann sie doch vorher nicht wissen. Ja, eben. Das und ich meine am Ende, dass es halt eben nicht ungefährlich ist, diesen Weg zu gehen. Und wir reden jetzt auch nur, wir reden jetzt nur über Rosita, aber man könnte sich auch fragen, warum Daryl jetzt nicht unbedingt an den Tracks entlang geht. Das habe ich mich auch gefragt. Und mein erster Gedanke war Terminus. Also, dass es irgend so ein psychisch tief in ihm vergrabenes Trauma ist, weil er an diese Gleise halt erinnert wird, weil sie in Ewigkeit diesen Gleisen gefolgt sind und dann sind sie halt in Terminus gelandet, wo sie fast alle umgebracht wurden. Oder er wollte mal Lokführer werden in seiner Kindheit. Und der Traum wurde ihm verwehrt. Ich glaube, das ist es. Nee, aber also erstens mal ist es kürzer, aller Voraussicht nach, und zweitens ist es ja auch besser geschützt, durch den Wald zu gehen, als an einer offenen Straße entlang zu gehen. Deswegen kommt mir das jetzt auch nicht so ganz schlüssig vor, warum Daryl da jetzt irgendwie den Umweg nehmen will. Deswegen habe ich mich halt gefragt, warum gibt es da irgendwas, aber Daryl ist ja nicht der Typ, der irgendwie dafür bekannt ist, dass er irgendwelche Traumata mit sich rumschleppt und sich davon beeindrucken lässt. Weißt du, das wäre halt auch komplett gegen den Charakter. Also, naja, er hat schon ein ausgewiesenes Brudertrauma. Gut, ja, okay. Aber ich meine, er ist ja auch einer, der sehr pragmatisch ist und denke ich mal auch genau das weiß, was Axel gerade gesagt hat, dass halt im Schutz des Waldes, der wiederum dann nachher nicht mehr so sicher ist, dass man sich da vielleicht besser fortbewegen kann als auf der offenen Straße, wo du permanent vielleicht irgendjemand über den Weg laufen könntest. Xavier zum Beispiel. Aber der Savior-Angriff war ja auch nicht an den Gleisen, oder? Der war doch an doch, der... Doch, eben. Ja? Mhm. Okay. Ja? Also jedenfalls kommen sie dann an diesem Laden an und Daryl klopft erstmal gut, um zu prüfen, das sah übrigens sehr cool aus, diese blutigen Hände an der Boutique, wo die ganzen Zombies dann wahrscheinlich gegengedrückt haben. Romas, Entschuldigung. Genau. Ob dann da so ein paar Romas oder Walker oder so drin sind und... ein paar Römer. Genau, es gibt keine Reaktion, also gehen sie weiter rein und looten den ganzen Laden mal so ein bisschen. Ne? Aber auch da bleibt Denise oder soll Denise ja auch wieder draußen bleiben. Ja, es ist eine gute, also ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, sie erklärt sich bereit, dabei zu sein und es wäre ja vielleicht wirklich mal die Möglichkeit für sie, diese Feuertaufe zu bestehen. Mhm. Ist vielleicht nicht die beste Feuertaufe, weil es eine Mission ist, die sehr, also du weißt nicht, was passieren kann. Mhm. Hätte sie vielleicht vorher so ein bisschen testen sollen, such einen Walker draußen, bring ihn in sichere Gefilde nach Alexandria und mach daraus so einen Test-Dummy. Ja. Wo er jeder eingreifen kann im Notfall. Und jetzt hier... Sie hätte die ganze Zeit an Walkern medizinisch üben können. Ja, klar, sie hätte halt dieses... Also, aber sie erzwingt... Dr. Mengele. Sie erzwingt er jetzt... Der Zombie-Bell. Sie erzwingt er jetzt diese Feuertaufe. Und dann würde ich... Also, es ist natürlich... Ich kann Daryl und Rosita nachvollziehen, dass sie nicht wollen, dass halt sie halt zu einer Bürde wird. Aber wenn sie dabei ist, dann sollten sie schon versuchen, sie ein bisschen mehr zu integrieren, weil dadurch wird sie erst recht zu einer Bürde, wenn sie halt nur so dasteht. Weiß ich nicht. Also und wenn sie draußen wartet, ist es ja noch schwieriger für sie einzugreifen, weil sie nichts mitbekommen. Ja. Also dann haben sie ja nicht mal im Sichtfeld. Ja. Und das bringt uns natürlich wieder zur Frage zurück, warum muss sie überhaupt mitkommen? Aber dann stimmt es schon, was Felix sagt, dass wenn sie mitkommt, dann lass sie halt auch wenigstens ein bisschen Action machen. So. Ja, sie kriegt ja dann diese... Das hat sie ja selbst dann initiiert, richtig, und nicht, nicht durch den Segen von Daryl. Genau. Aber zunächst mal erlebt sie, was wir ja auch selten noch sehen bei The Walking Dead, die volle Wucht des Gestanks. Weil sie sich ja, also als sie da in diesen Laden reinkommt, dann kommt ihr erstmal diese Todeswolke entgegen und ihr kommt auch ihr Oatmeal fast wieder hoch. Ja. Und vor dem Laden liegen 1000 Zombies auf der Straße und da stinkt nichts. Das fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch, dass ihr diese Schwächen von Denise halt weiterhin so schonungslos gezeigt wurden. Ja, das stimmt, ja.
Und dann geht es halt auch weiter, dass sie diese Kinderfotos sieht und da diese Sache. Das war übrigens, fand ich sehr cool eigentlich, diesen Raum. Das war natürlich so ein bisschen absehbar, was da passiert. Also gut, einige haben wahrscheinlich mit einem Zombieangriff gerechnet oder so. Und da war ja dann auch ein ziemlich cooler Zombie drin. Der sah ziemlich gut aus. Aber es war natürlich sehr atmosphärisch auf jeden Fall und sehr gruselig. Also das war wirklich so Walking Dead mal wieder auf Horrorfilm-Faden. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Auf jeden Fall die spannendste Szene der Episode. Aber auch wieder die Frage natürlich nach der Logik dahinter, dass sie da alleine reingeht, ne? Ja, das absolut. Klopft, also die sind halt hinter dieser Theke, also, und sie ist die Einzige, die diesem Klopfen nachgehen kann. Warum sie überhaupt nachgeht? Weil die anderen nicht über die Theke springen können, oder was? Ja, besonders war es nicht immer so, dass sie, wenn sie in irgendwelche Gebäude gehen, diesen Anspruch haben, das zu clearen. Ja, und damit sie eben keine Überraschung. Dann gucken sie ja so, okay, es ist nur einer, und dann machen sie weiter. Und nee, ich glaube, sie hören ja nur das Klopfen. Genau. Und dann beschließen sie irgendwie, dass es nicht gefährlich ist jetzt gerade. Und das ist halt auch so, glaube ich, so ein bisschen, also es ist schon gefährlich, einfach zu sagen, es ist nicht gefährlich. Weil sie müssten es eigentlich besser wissen, dass immer irgendwas passieren kann. Wir haben schon so viele Situationen bei irgendwelchen Loot-Missionen gehabt, wo sie in irgendwelchen Gebäuden waren, da ist die Decke eingestürzt. Ja und auf einmal waren alle in Lebensgefahr. Und hier hätte ich eigentlich erwartet, gerade von Daryl, dass er sagt, okay, ich kümmere mich schnell drum, haben wir unsere Ruhe, dann sind wir sicher, dass hier niemand ist, außer wir. Oder dass sie zu zweit reingehen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sie ihr Klopfen falsch interpretiert haben und es doch zwei oder drei Zombies sind. Genau, ja, richtig. Ja. Aber dann Denise da allein reingehen zu lassen, gut, wir haben eine spannende Szene gesehen. Genau, also das sah schon ziemlich cool aus. Ziemlich abturnende Szene, sage ich. Ja, also der Raum sah extrem gut aus, fand ich, auf diesen Hasch an, also es war ja wirklich sehr gruselig, und dann natürlich der Shot auf das Waschbecken. Und der Zombie da drin war, der war Zombie auch natürlich, schon ziemlich krass. Aber das mit, glaube ich, dieser Babyfuß oder Kleinkindfuß. Es ist halt wieder diese Frage, ob Walking Dead jemals ein Zombie-Baby zeigen wird. Das haben so wir wie auch. Z-Nation? Genau, so wie Z-Nation, das haben wir ja auch, oder habe ich ja auch Greg Nicotero gefragt im Interview, ob man das jemals machen würde. Und der hat gesagt, ja, es gibt immer noch gewisse Grenzen, aber es gibt schon immer wieder so Andeutungen. Es gab ja diese Judith-Situation mit dem Kannibalen damals. Es gab die Sache, als Judith im Gefängnis verschwunden war, wo man sich Sorgen um sie gemacht hat. Und jetzt wieder diesen Kinderschuh, der wieder in so eine ähnliche Ecke drängt oder stößt. Ja, für mich war das so die Andeutung, dass von dem Kind halt nichts mehr übrig ist, außer der Schuh. Ja. Okay. Ja. Also kein Kinderzombie weit und breit. Ja. Also und wir hatten ja auch schon verstanden, dass das Kind ertränkt wurde von der Mutter. Ich habe es verstanden, dass es gegessen wurde. Ja, wirklich, auch. Ja. Ich habe gedacht, es wurde halt wegen Hasch, dass es halt, also ich habe es so interpretiert, dass halt diese Situation für die Mutter, die halt die mit dem Gips war, zu schwierig war, also gerade in dieser Zombie-Apokalypse, und sie wollte halt ihrem Kind das nicht zumuten, deswegen hat sie ihr eigenes Kind ertränkt, was es für mich umso tragischer gemacht hat eigentlich. Aber wo ist das Kind dann? Ja. Es lag noch drin. Mir war so, als hätte man nämlich noch das Fußgelenk gesehen, als wäre es unter Wasser. Ich glaube, man hat nur den Schuh gesehen. Aber also das war doch komplett blutig. Das war doch nur Blut. Das war ja kein Wasser, das war ja Blut in dem Becken. Na, ich dachte, das wäre wirklich Wasser, dann gemischt mit Dings, also okay, habe ich so gedacht. Deswegen wäre es ja noch krasser gewesen. Es ist auf jeden vielleicht täuscht mich, es war nur der Schuh. Aber bei mir war so, ich habe halt nur einmal hingeschaut, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Im Gegensatz zu den anderen Szenen, die du gefreest. Die Melone. Es war keine Melone in dem Becken. Ich kann bestätigen. Nee, ich dachte, deswegen, mit dem Gedanken fand ich die Szene halt umso krasser. Dass halt eine eigene Mutter ihr Kind ertränkt, um es halt davor zu bewahren, in dieser Welt aufzuwachsen. Krasser als die Mutter als Zombie, die das Kind frisst? Nee, das glaube ich auch. Nee, das nicht. Oh. Also, so habe ich es halt interpretiert. Aber gut, das ist offen. Ja. Aber beides ziemlich abgefahren, krass. Sagen wir mal so. Ja. Darauf können wir uns einigen. Ich würde hier mal kurz eine Zäsur machen, was so dieser Handlungsstrang angeht, und würde zu Eugene und Abraham springen, weil wir sonst irgendwie nicht die Storys quasi so melden. Vermischen können, genau. Und Eugene und Abraham sind ja auch unterwegs in einem speziellen Auftrag, und es ist ja auch interessant, dass... Welcher denn? Ja, kommt gleich. Es ist ja auch interessant, dass Eugene... Ja, der Cut war super weird auf die beiden, oder? Ja. Weil man hat vorher gar nichts gesehen in Alexandria. Ja. Na, man hat gesehen, wie sie die Alexandria verlassen haben. Tatsächlich, wie Denise sie gesehen hat, wie sie weggelaufen sind. Wie sie aus dem Tor rausgegangen sind. Aber jetzt keine, nicht, dass sie einen Plan irgendwie mit anderen machen oder so.
Es ist ja auch interessant, dass gerade Eugene und Denise für diese Nebenhandlung da ausgesucht worden, weil beide ja so eher Feigling-Charaktere sind oder Charaktere, die in Alexandria bleiben und irgendwie andere Skills haben, sagen wir mal so. Und Eugene sucht sich halt jetzt ein neues Skillset aus und ist auf die Idee gekommen, hat er sich irgendwie ein neues Aussehen verpasst. Er macht jetzt irgendwie... Fukuhila hinten zusammengebunden. Er übernimmt Wachdienste, er hat Waffentraining gemacht, er hat eine neue Frisur mit dem Man-Bun oder Nerd-Zopf, wie auch immer man es nennen möchte. Und Abraham ist natürlich neugierig und seine tolle Idee ist, dass er einen Ort ausgeguckt hat, wo man Munition erstellen könnte. Von rund auf nämlich. Und das ist eine Idee, die ziemlich gut ist, besonders im Kampf gegen die Saviors und in der Verteidigung von Hilltop und anderen Communities. Ja, absolut. Gutes Ding, ja. Das ist echt ein gutes Ding. Was ich mich natürlich frage, ist, wie er das gefunden hat. Ja. Ich hätte auch gern gewusst, warum sie da rausgehen. Ist es jetzt eine Patrouille? Und wenn das war ja schon die Absicht von Eugene. Ja, ne? Also, dass er halt da rausgeht, ganz klar. Aber es wurde halt vorher nicht klar, warum irgendwie. Irgendwann sagt ja Abraham, warum hast du mir das nicht vorher gesagt sowas. Ich meine, das hätte er ja auch vorher sagen können. Also. Und ich wollte ihn überraschen. Ja. Für alles, was du für mich getan hast. Er hat halt auch so ein bisschen eine Profilneurose, wenn man das so sagen kann, dass er sich halt vor allem vor Abraham beweisen möchte, weil er hatte halt diese wir müssen nach Washington Sache und jetzt braucht er halt was Neues, um irgendwie Abraham zu imponieren. Und ich glaube, deswegen hat er es verschwiegen, damit er dann seinen großen Auftritt haben kann, als er ihm das zeigt, das Ding. Hm. Und dann hat er seinen großen Auftritt mit Helm-Zombie. Ja. Was sehr schön war übrigens. Das war halt, ist halt auch, was Bolle geschrieben hat. Genau, ne? Da können wir das vielleicht jetzt mal kurz vorlesen. Genau, die immerhin ein Game of Thrones Crossover bereithielt. Für mich die spannendste Wendung, als auf einmal Viserys Targaryen bei Eugene und Abram auftauchte. Ohne ihn wäre die Szene wohl noch überflüssiger als ein Kropf, der auf einem Kopf wächst gewesen. Schauspielerisch allerunterstes Level, was die beiden da geboten haben. Aber auf jeden Fall trotzdem spannender als die Todesszene von Denise, die an den Bahngleisen lauthals ihren Tod herbeirief. Spoiler! Objection erstmal für Bolle. Ja, ich auch. Weil schauspielerisch ist es für mich... Also ich meine, es treffen halt Abrahamsisms auf Eugenologies. Genau. Vor allem, ich habe da gelacht. Ich meine, erstens mal ihr Colorful Dialogue ist großartig, muss ich sagen. Also da schreiben, den beiden schreiben die Autoren immer coole Sätze zu. Und ich finde jetzt, die spielen ja absichtlich solche Trottel. Also zumindest Eugene spielt einen Volltrottel und Abraham ist halt auch in gewisser Weise ein Trottel, aber besser verpackt, sagen wir mal so. Und das finde ich schauspielerisch habe ich da gar keine Beanstandung, muss ich sagen. Ich möchte auch nochmal mein Interview aus Madrid pluggen an dieser Stelle mit Josh McDermott und Michael Cudlitz, die genau auch über dieses Thema, nämlich die Sprache der beiden sprechen, weil es eine besondere Herausforderung ist und die beiden auch sehr großen Einfluss haben, wie es gestaltet wird teilweise und dann nochmal neue Drehbuchversionen extra erstellt werden, um dann noch ein bisschen mehr reinzugehen in diese Sache da. Ich glaube ja, dass das... Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. dass bei Eugene und Abraham immer das Problem ist, dass viele Leute die einfach nicht leiden können als Charaktere. Und deswegen ist da automatisch halt eine ganz andere, geht man da ganz anders ran. Ich meine, Eugene, wie er da halt ist und von irgendwelchen Rollenspielen erzählt, dass er jetzt sich neue Attribute zulegen muss in dieser Welt und die Umgebung schafft, ist ja eigentlich, ist es ja gar keine dumme Analogie. Nee. Ja, das passt ja schon. Es ist halt bloß ein sehr spezieller Typ und Abraham nicht weniger speziell. Und also wenn Leute da nicht wirklich viel Spaß dran haben, dann ist die Szene, glaube ich, automatisch sofort bei den unten durch. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich hatte auch meinen Spaß daran, auch wenn ich es so ein bisschen schon fast zu Comic-esque fand, aber... Das ist vielleicht auch nur so ein persönliches Ding. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich fand diese Szene auf jeden Fall mit dem Blei- oder Metallwalker, wo Eugene erstmal mit dem Schwert Doink oben drauf hat. Doink! Genau mit diesem Geräusch. So bei Zelda auf der Wii gibt es auch manchmal solche Schurken, die du halt so nicht. Musst du erst die Verteidigung durchbrechen. Genau, und dann kannst du so slicen und nicht so slicen. Das sieht niemand, was du machst, Adam. Ja, ist mir egal. Nicht horizontal, sondern vertikal. Vertikal und horizontal gesliced. Irgendwie so. Na, ist Radio, guys. Um nochmal Bolle aufzugreifen, hat er natürlich recht. Game of Thrones, Viserys in der ersten Staffel, der hat seine goldene Krone verpasst bekommen. Schönes Ding. War hier wirklich auch so, wo ich dachte, ach, guck an. Hab sofort dran gedacht. Ja. Nee, ich natürlich auch. Wir sind ja große Fans von neuen Zombie-Sorten und das war jetzt wirklich wieder so ein Ding, wo man gedacht hat, es war noch nie da. So. Okay, sie haben es von GOT geklaut, aber... Ist okay, Da haben sie bestimmt GOT gesehen, so in der ersten... Dann dachte ich, ja, das machen wir jetzt bald auch.
Ja, nee, aber ich finde auch zu dem Comic Relief nochmal, mir macht das Spaß, weil Walking Dead ist ja schon so eine Serie, die extrem düster ist meistens, Großteil der Zeit, und dann solche leichten Auflockerungen, die sind da schon sehr willkommen. Abraham muss da, nachdem er ihn auf zwei angezählt hat, natürlich dann auch einschreiten, weil er einfach nicht klarkommt und an dieses Rohr da kommt. Ja, und dann gibt es halt diese Situation, wo Eugene sagt, ey, ich habe Dibs gecallt und da fand ich ihn halt so ein bisschen lächerlich. Ja, das ehrlich. Ist auf jeden Fall das Lächerlichste. Aber das ist Eugene. Ja. Ich meine, das ist halt Eugene. Ich finde, das ist wirklich, da ist die Charakterzeichnung zum wenigen Male in dieser Episode konsequent, genau. Also, ich kann das dem Charakter voll abnehmen, dass er vor allem gegenüber Abraham, jetzt vielleicht nicht unbedingt gegenüber anderen, aber... Ja, gegen Daryl oder Rick würde er es nicht sagen, aber bei Abraham kann er sich das schon herausnehmen, weil die sich einander ziemlich gut kennen. Ja, und weil er halt auch Abraham derjenige ist, dem er halt unbedingt was beweisen will. Das Problem bei Eugene ist, dass er sich selbst immer im Weg steht, wenn er solche Sachen beweisen will. Also er will den unbedingt töten, Walker, aber kriegt es nicht hin. Und dann dankt er nicht Abraham dafür, dass er ihm geholfen hat, sondern er belastet ihn auch noch. Oder er klagt soll sich ihn entschuldigen quasi sogar, Abraham, glaube ich. Das kommt ja später dann. Und er macht es sogar. Und Abraham sagt... had more luck picking up a turd by its clean hand. Das meine ich ja, das sind halt diese Abrahams, wie man sie nennt, keine Ahnung, die sind halt wirklich amüsant. Ja, er kann dann natürlich auch nicht nachlassen, kein Deut nachlassen. Ne? Am Schluss schafft er es dann nochmal, aber da in der Szene ist er dann irgendwie so darüber empört, dass Eugene jetzt irgendwie ihm nicht dankt deswegen, dass er halt, dann so einen rauslässt und dann beide sind dann abhaut, halt, ne? So wie beleidigte Leberwurstbrote. Leberwurstbrote. Nee, aber ganz ehrlich, das ist ja auch so wieder krass konstruiert, dass sie dann sich trennen. Ja. Und ich meine, klar, sie haben sich jetzt gestritten, aber das ist... Abraham würde ihn ja auch nicht jetzt einfach verlassen. So, ja, ne? Und das ist halt so, da weiß man schon ganz genau, ach, das kann doch nicht gut gehen. Und das stört mich halt, dass es schon so fucking absehbar ist. Ja, und das finde ich halt nicht so gut. Volle Zustimmung meinerseits. Dann springen wir wieder zu den anderen Handlungsbogen, nämlich Denise hat sich dieses Namensschild geangelt und erzählt ein bisschen von ihrem Bruder, darf natürlich Backstory haben jetzt, bevor es dann dramatisch wird. Genau, ich finde es übrigens wunderbar, um mal kurz einhaken zu dürfen, was du mit deinem Blatt Papier machst. Mir ist es gerade noch gar nicht so aufgefallen. Wie so ein Seismograph. Es sieht aus, als wäre alles redacted. Ja, ich muss ja hier irgendwie auch ein bisschen, was wir schon besprochen haben. Sehr, sehr gut, Adam. Sehr gut, Adam. Sonst vergessen wir hier wieder was und dann kommen die Kommentare. Finde ich super. Das habt ihr vergessen. Eben. Ja, wir müssen später mal ein Instagram-Foto darüber machen. Okay. Wir rammen das und dann machen wir so einen coolen Ram-Instagram-Effekt. Ja, genau. Passend zur Folge. Damit es niemand mehr lesen kann. Sagen wir Login. Okay, Login, mach mal. Wir erfahren, dass ihr Bruder sogar ihr Zwillingsbruder war. Ich glaube, davor wussten wir das nicht. Der ist nur 6 Minuten älter als sie und ist halt so genau das Gegenteil. Wussten wir davor, dass sie einen Bruder hat? Ja, das haben wir schon in den Daryl-Gesprächen gehört. Ah, ja. You remind me of my brother, hat sie da gesagt. Und da habe ich auch ein bisschen vergessen gehabt, dass es ja Merle. Oh my God. Aber nur ganz kurz. Sagt er mir vorne was vom Bruderkomplex. Nee, also ich meine nur bei der, als ich die Folge gesehen habe. Es war wirklich nur so 30 Sekunden. Ach, der hatte. Ah ja. Merle! Dabei waren die Daryl Merle-Szenen mit meiner liebsten Szenen da. Ja, aber hallo. Genau. Der ist halt genau anders als sie. Also der ist irgendwie mutig und tapfer, aber auch ein bisschen wütend und so hitzköpfig, wie eben Merle war. Und vor allem tot. Genau. Anders als sie. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, nicht als ich gesehen habe, dass sie die Schienen lang gelaufen sind. Warum laufen denn Rosita und Daryl vorne und Denise hinten alleine? Die sind so sorglos. Wahnsinn. Also ich habe echt das Gefühl, glauben sie wirklich, dass sie die Saviors jetzt besiegt haben? Wirklich? Ich weiß es nicht. Ist es so, warum sie sich so verhalten? Also es ist ja immer noch ein Risiko, da draußen unterwegs zu sein. Selbst wenn es die Saviors nicht gibt, müssen sie ja immer auf der Acht sein. Ja. Aber wie sie sich verhalten, finde ich das halt schon sehr, wie gesagt, sorglos. Und sie können doch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt schon, sie haben ja Negan, also ich weiß nicht, was das jetzt ist. Sie können aber, glaube ich, auch nicht davon ausgehen, dass sie hinter jeder Ecke irgendjemand lauert. Das stimmt. Sie, so. Aber also, sie können trotzdem ein bisschen. Wir haben ja in den letzten Staffeln, wir haben ja in den letzten Staffeln öfter schon gesehen, dass sie so ein bisschen sorgloser werden. Wenn sie halt je länger sie in der Zombie-Apokalypse unterwegs sind. Natürlich, dass sie das jetzt direkt nach so einem Erlebnis machen, wie sie hatten bei dem Überfall auf die Saviors, ist vielleicht ein bisschen ein Stretch, ein bisschen weit hergeholt. Aber dass sie jetzt nicht irgendwie mit Waffe im Anschlag durch die Gegend laufen und
dann vielleicht auch mal Denise irgendwie 10 Meter zurückfallen lassen. Das kann ich irgendwie so halbwegs durchgehen lassen. Aber dass sie dann sich nicht um sie kümmern, ja, als sie zu dem Auto geht, das ist wiederum die nächste blöde Entscheidung. Denise wird natürlich auch so ein bisschen wie so ein Kleinkind behandelt, was so die Welt entdeckt und so denkt, oh, ein Eichhörnchen, oh, da ist ein Auto, oh, da ist irgendwie, da ist ein Kühlcontainer im Auto, da muss ich hin. Pap! Ja, aber den holt sie ja, also ich meine, dann geht sie zum Auto tatsächlich, sieht den Walker, versucht den Walker zu erledigen, schafft es auch tatsächlich, weil sie es selber möchte, und dann holt sie den Pop daraus. Und es ist genau der Pop, den sie Tara geben wollte. So, Zufall, super konstruiert, ja, natürlich, aber halt auch eine durchweg romantische Geste für Tara, ne? Es ist ja auch erstmal cool, dass sie halt den Walker dann auch wirklich tötet, ja, also dass sie dann sich durchsetzt und zeigt, ich kann das, auch wenn es schwer ist, wenn ich mir schwer tue, aber es ist ja auch so ein bisschen der Schrei danach, guck mal hier, ich bin nicht nur Ballast, ja, ihr könnt da was mit mir anfangen, behandelt mich nicht so stiefmütterlich, und deswegen kann man ihr ganzes Verhalten vielleicht auch so ein bisschen als eine Art Trotz auslegen, aber es ist halt trotzdem schwer mit anzusehen, weil es halt alles so dumm ist, so trotzig das auch sein mag. Aber ja, das mit dem Pop dann, gut. Das war eine schöne kleine Randnotiz. Bringt ja jetzt eh nichts mehr, wa? Und dann gibt es wieder diesen sympathischen Moment, wo sie kotzt und dann auf ihre Brille kotzt. Irgendjemand hat sie mich up on so my glasses. An irgendeine Comicfigur oder so, irgendeine Zeichentrickfigur hat sie mich krass erinnert, die halt immer, nee, immer so ein Kloß, der immer so irgendwie so rumläuft und nicht weiß, was sie machen soll. Und dann fängt sie an, sich willkürlich zu übergeben. Was ist das für eine weirde Comic? Weiß ich nicht. Vomit Girl. Her strength is vomiting. Auf jeden Fall muss vomiting on everything. Von Rosita und, also ja, hauptsächlich von Rosita eigentlich, eine Standpauke anhören, von wegen, bist du eigentlich dumm und so. Ja. Bist du blöd? Und dann kommt ihre Erwiderung, nee, ich möchte auch mal, man überlebt nur, wenn man Risiken eingeht, und man kann halt nicht immer nur Mäuschen sein, sondern das ist jetzt, das habe ich hier aus Liebe getan, bla bla bla, Standpauke, 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 und dann... Jada, jada, jada. Hast du es so in deiner Review geschrieben? Ja, genau so. Sehr gut. Und genau dann kommt halt der Bolzen durchs Auge. Der Bolzen! Weil sie redet noch so ein bisschen weiter. Ja. Das war eine ziemlich krasse Szene. Meine erste Reaktion? Ja. Er musste übelst laut lachen. Ohne Witz. Ich hab mich danach so ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich musste halt einfach nur lachen. Ich habe halt wirklich aufgeschrieben, das könnt ihr ja bezeugen, als ich mein Review geschrieben habe. Motherfuck! Ja, stimmt! Motherdick! Ich kann mich genau erinnern am Montag. Und ich habe bei einer anderen Situation gelacht, die dann später noch in der Episode kommt mit Eugene. Ach. Da habe ich gelacht, aber dass sie, weil... du hast also alles richtig gemacht. Genau, wir müssen Comicwissen andeuten hier. Es ist halt ein Moment, der auch in den Comics vorkommt, nur wieder mit einer anderen Figur. Okay. Und wir offenbaren auch nicht, welche andere Figur das ist. Habe ich auch nicht im Review gemacht. Bob. Remember Bob? Oh, Bob, Alter. Always remember. Never forget. Und deswegen hat es mich überrascht, weil ich wirklich die ganze Zeit mit Comicwissen davon ausgegangen bin, dass es eben eine andere Figur treffen könnte. Ist nicht eingetroffen, und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie mit der anderen Figur noch machen werden. Aber wie war denn deine Reaktion, Axel, bei den Bolzen? Der Bolzen in die Augen! Ich werde immer für den Bolzen in die Augen stimmen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, was passiert ist, ehrlich gesagt. Wie sie? Too soon? Schmidi ist aufgewacht. Was war das? Also, sie hat dann so diesen Schlag gegen den Kopf gekriegt, und ich habe es nicht sofort erkannt, dass da ein Pfeil jetzt in ihrem Kopf steckt, und sie hat ja noch weiter geredet. Ja. Und dann dachte ich, und dann dreht sie sich ja erst um, und du siehst, dass der Pfeil drin steckt. Ich so, the fuck? Also ich habe schon gewusst, dass irgendwas passiert mit Denise, weil es ja telegrafiert wurde, wie wir schon festgestellt haben. Aber dass es halt so ein Schockermoment wird, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, obwohl man es ja, und das Problem war nämlich, dass ich die Spielzeugfigur nicht erkannt habe, wie ich vorhin zugegeben habe. Ne? Weil dadurch hätten wir ja wissen können, okay, Dwight taucht wieder auf in dieser Episode, sonst hätten sie es ja nicht eingeführt. Deswegen habe ich halt auch nicht dran gedacht, so, ja, okay, das können jetzt die Panzerfaust von dem, Panzerfaust. Ambus. Ich habe Panzerfaust durchs Auge geschossen. Bester Schütze ever. Ist ein good shot. Der Shot. Auf jeden Fall, es war ein echter Überraschungsmoment für mich, muss ich sagen. Und alles, was danach kam, hat es leider ein bisschen schlechter gemacht. Trauen wir jetzt um Denise? Ich traue schon um Denise. Ich fand sie eigentlich als Figur ziemlich, also vom Schauspieler schon her fand ich sie gut. Mhm, ja. Und auch so was, dass sie die Beziehung mit Tara hatte, fand ich gut. Sie war witzig, sie war so ein bisschen unkonventionell.
Also von allen Alexandrianern war sie schon zusammen vielleicht mit Aaron meine Liebste von denen. Ich finde, dass noch so viel Luft bei ihr war und jetzt wird sie uns wieder genommen. Und das ist einfach schade. Und ja, und auch, dass jetzt die Ärztin fehlt und sowas. Also, aber da haben sie ja vorgesorgt, dass sie den Gynäkologen in Hilltop haben, weißt du? Also, das haben sie nämlich schon öfter mal gemacht. In Walking Dead, Herschel haben sie gekillt, der hatte medizinische Erfahrung. Bob haben sie gekillt, hatte medizinische Erfahrung. Pete haben sie gekillt, hatte medizinische Erfahrung. Es ist immer einer da. Genau. Mir ist gerade eingefallen, Rick hat ja letzte Episode, wie hieß er? Nito, Pito, Pabrito. Primo. Primo. Random. Primo Pizza. You call, we deliver. Primo, der ja angeblich auch ein Arzt gewesen sein soll oder ärztliches Wissen gehabt hat, umgebracht. Kann man natürlich jetzt auch so diese Spiegelung sehen, dass jetzt auch den Alexandrinern ihre Arztfachkraft genommen wird. Ja. Aber unabsichtlich. Ne? Unwissend natürlich. Ja. Dwight hat das, wie Dwight dann auch sagt, ihr könnt sagen, der Bolzen kommt von Dwight. Der Bolzen kommt von Dwight. Und er sagt halt, ich habe einfach so ein bisschen gezielt. Aber still trying to handle the thing. Naja, Eugene hat halt gewackelt und gekickt. Aber was ich noch kurz sagen wollte. Aber wen wollte er denn erschießen? Na, Daryl natürlich. Daryl, okay. Da habe ich mich aber auch gefragt. Random Girl, das er noch niemals gesehen hat. Es gab ja auch noch Foreshadowing früher, nämlich als es diese Tara und Denise Abschiedsszene gab, wo man ja auch schon so ein bisschen annehmen konnte, aha, einer von beiden überlebt nicht. Aber ich hatte halt die ganze Zeit gedacht, es ist eher Tara, als dass es Denise wird. Und ich hatte gedacht, sie treffen sich nochmal, damit Denise sagen kann, dass sie sie liebt. Korrekt. Und you're hier, wrong, man! Mann, das ist die, das ist die Szene, Serie, in der das passiert. Dann greift sie so langsam in den Rucksack. Hot damn! Pop! I love you. But I love the pop even more. Give me that pop. Ja. Dann kommt Pop Pop aus Community. Pop Pop. Pop. Ja, genau. Dwight kommt dann raus und sagt halt, ja, ich habe eigentlich auf Daryl gezählt. Warum eigentlich, woher kommt der Hass? Also ich meine, was hat ihn Daryl getan? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Und zwar, man sieht ja dieses entstellte Gesicht von ihm. Ne? Ja. Und vielleicht ist dieses entstellte Gesicht die Folge einer Bestrafung. Ja. Und der wurde bestraft dafür, dass er sich von Daryl vielleicht, also vielleicht das, was da passiert ist. Also ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Aber er hat doch Daryl das Motorrad geklaut. Ja, eigentlich schon. Deswegen und die Armbrust. Und eigentlich war auch seine Gruppe, glaube ich, nicht Teil des Saviors. Aber wegen den... Deswegen meinst du das? Nee. Wegen den zwei Chicks. Also wir hatten ja diesen Dwayne oder wie der... Der Biker. Ich weiß nicht, ob es der war. Aber also mein Eindruck war halt damals, dass Dwight und seine zwei Freundinnen nicht zu der Gruppe gehörten, sondern gegen die rebelliert haben. Stimmt. Aber es kann doch sein, dass die von denen abgehauen sind. Das kann und sein. Dafür er dann bestraft wurde. Genau aber so dafür was. Kann ja Dings Daryl nichts. Daryl nix. Und aber eine von den beiden ist doch gestorben. Ja. In diesen Glas-Zombie-Dingern. Genau. Ne? Ja. Und konnte Daryl was dafür? Da war er. Nee, die ist ja so runtergegangen und dann kam auf einmal war ihre eigene Schuld. Vielleicht denken wir auch zu kompliziert. Vielleicht ist einfach der Auftrag, jetzt der Gruppe von Rick eins auszuwischen. Und das trifft sich, dass es natürlich direkt Daryl ist, den er sieht. Und dann sagt er, okay, wir sollten... Wie hat er gesagt? Den gefährlichsten den ersten, ersten einen töten, um die Nachricht zu übermitteln. Ja. Wir meinen es wirklich ernst. Ja. Und dann nimmst du die nächsten dann als Geiseln, die übrig sind. Vielleicht war es einfach jetzt nur ein Zufall, dass es direkt Daryl war. Es war halt auch ein Riesenzufall, dass die sich überhaupt über den Weg waren. Dass die erst Eugene gefangen nehmen und dann noch die Gruppe treffen. Das ist schon ein ziemliches Glück. Ja, eben. Oder eben auch Pech. Dann stehen sie da. Wie viele Leute waren das? 15? Ja. Und jetzt geht's, also jetzt aber. Dann jetzt kommt Hanebüchen Level 2000. 15? Waren es ja so 10? Waren sehr viele Leute. Dann sagen wir, es ist trotzdem 10, schwer bewaffnet, die haben komplett die Kontrolle über die Situation. Aber der Dickbite. Aber der Dickbite. Noch kurz vorher. Hashtag Dickbite. Ich habe den Meta-Kommentar gelebt, den Dwight gegenüber Daryl sagt, wo er sagt, seriously, man, I can never understand you. Ja. Und dann Daryl, sehr gut. Ach, der Dickbite. Ja, sie haben Eugene als Geisel, ne? Ja. Ach, Eugene. Und Dwight verlangt auf jeden Fall, dass sie ihnen sagen, wo sie wohnen und dass sie sich nehmen können von denen, was sie wollen. Das und ist wen ja sie wollen. Seine, ja. Genau, und wen sie wollen. Das ist ja seine Forderung. Ja. Okay, Dwight. Und dann kommt Eugene um die Ecke, der ja den guten Abraham sieht, der sich da versteckt. Fand ich sehr witzig, habe ich ein super lustiges Bild gesehen im Netz. Da hat man dieses Bild gesehen, wie Eugene Rosita und Abraham beim Sex zuschaut. Und dann haben sie darunter das Bild gepackt, wo halt Abraham hinter den Fässern hinterher... Das ist his Sex. ...vorguckt. Das fand ich so comic-esque, wie man ihn da gesehen hat. So ganz langsam, der Kopf kommt so hoch. The Grace kissed the Fässer. Und Eugene, er verrät ihn ja dann, ne? Ja. Also
Hast du verrät ihn. Ja, aber hast du erstmal gedacht, dass das ich habe kurz macht? Überlegt, ob das wirklich sein kann, dass er das macht, aber dann habe ich beschlossen, dass nicht mal Eugene so eine beleidigte Leberwurst sein kann, um die Aktion zu pullen. Um die Aktion zu pullen. Oh Gott. Mit dem Comic. This is me, guys. Comic-Wissen andeuten. Der Dickbite ist tatsächlich direkt from the pages gerippt. Heute ist extrem schlimm mit dem Denglisch. Kirkman, dieser kranke Geist. Nicht nur ein Halsschlagader-Bite gibt, sondern auch ein Dickbite. Ja. Und durch Abraham können sie halt die Situation umdrehen. Und hätte der Dickbite ist so viel Ablenkung, dass Abraham 15 Leute überwältigt. Ja, lass dir erstmal den Dickbiten. Dann spielen wir weiter. Ja, aber was machen die anderen 10 Leute in der Zeit, in der Zwischenzeit? Warum erschießen sie nicht zielen. Einfach? Ja, also sie nehmen doch die Waffen ab, Daryl und Rosita, bevor Abraham schießt oder das Feuer öffnet. Ne? Ja. Da kommt doch einer und nimmt denen die Waffen ab. Und dann hat Daryl aber, ich habe das glaube ich irgendwie verpasst, hat er auf einmal eine AK in der Hand. Mhm. Hat er die von irgendeinem wahrscheinlich dann weggenommen? Ja, von der Leiche wahrscheinlich, die Abraham erschossen hat. Oder so, ja, stimmt. Ja. Aber es ging halt alles, also es hatte viel zu lange gedauert. Ich finde übrigens, eigentlich. Vielleicht ist es auch mein ungeübtes Auge, aber vielleicht können da mal wieder irgendwelche geübten Schützen was zu sagen. Bolle. Wie Daryl die Waffen immer hält. Also es ist mir aufgefallen. Das ist super cool. Na, zum einen wie die Gangster in so Gangsterfilmen, immer so schräg. Ja, zum einen in dieser Boutique, er hat eine Schrotflinte und hält die halt, hat halt diesen das Ende der Schrotflinte ist halt erhöht, über seiner Schulter. Also wie wenn er würde eine Armbrust halten. Ich glaube, das würde halt überhaupt nicht funktionieren, wenn er schießt. Dann fliegt er halt immer komplett durch den Raum. Das ist halt. Ich glaube, er hält sie so ein bisschen nach unten, weil das macht man ja, bevor man auf irgendwas zielt. Ja. Also, dass man halt nicht aus Versehen jemand Friendly Fire jemanden umbringt. Also, deswegen glaube ich, hält er bei der AK sah es auch ein bisschen seltsam aus, aber vielleicht täuscht das. Also, ich war okay. Hat dann wild geballert, wurde wild rumgeschossen, wie in so einer Western-Show, wo da fallen sie halt von irgendwelchen Salon-Dächern runter. Und Daryl würde ja auch weitermachen und versucht es ja auch, bis ihn dann Rosita ranruft und sagt, ey, wir brauchen deine Hilfe, Eugene ist hier auch verletzt. Es ist jetzt erstmal wichtiger, als irgendwie direkt Rache zu nehmen. Und ich meine, es ist ja immer noch eine Überzahl, die sie, glaube ich, dann hatten, als Dwight den Rückzug geordert hat, oder? Ja gut, aber die waren mit dem Rücken zu dir. Du kannst rein theoretisch, wenn du halt ein guter Schütze bist, jetzt schon ihren Deckel drauf machen. Beziehungsweise ihn so verwunden und dir vielleicht dadurch so einen Faustpfand holen. Also ihn als als mögliches Druckmittel gegen Negan, wobei halt. Aber ist er dann auch nicht nur mit seiner Armbrust hinterher gerannt? Also er hatte auf jeden Fall keine Munition mehr und deswegen hat er später die Armbrust. Aber die hätte er, glaube ich, gesetzt, den Schuss. Aber nur bei Dwight halt. Weißt du? Sind ja noch andere. Ja, genau, richtig. Nur Dwight, genau, richtig. Ja. Aber allein ihn halt am Bein treffen oder so und das die Flucht verhindern und dann ihn haben als Informationsquelle, ist halt jetzt nicht so blöde, glaube ich. Gerade weil ja doch jetzt offensichtlich ist, dass Negan noch nicht tot ist. und definitiv, wer hätte das gedacht? Definitiv noch irgendwie was in der Rechnung offen hat mit den Alexandrianern, mit Rick und so. Hm. Aber wie war denn, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser Dickbite. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass der dem überhaupt in den Schwanz macht. Was hast du denn, was er macht? Ja, keine Ahnung, irgendwo ins Bein oder so. Er liebkost ihn am Oberschenkel. Oder in die Hand, irgendwie hat man das nicht so richtig super gesehen. Super irritiert. Ich habe es erst verstanden, als das Ding später gesagt hat, als es Abraham gesagt hat. Ja, wirklich, so spät erst? Ja. Ah, Classic. Es war witzig, es war wieder so super weird, aber... dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie der zeitliche Ablauf ist. Da hatte ich nämlich so ein bisschen Probleme, es zu verstehen. Sie schaffen erstmal Eugene weg, aber nehmen sie gleichzeitig Denise mit? Sie haben ja ein Auto da, irgendwo in der Nähe. Oder kommen sie für Denise später nochmal wieder, um sie dann in Alexandria zu beerdigen? Ja, gute Frage. Ja, das war ein bisschen komisch. Aber ich glaube, sie fahren erst weg, um ihn zu verarzten. Mhm. Und dann holen sie Denise wieder. Okay. Also sie sind ja alle drei damit beschäftigt, Eugene zu schleppen. Also ich glaube, Daryl und Abraham sind vorne und du siehst halt hinten so die Beine und wankt so. Und ich weiß nicht, Denise sieht man ja dann in diesem Gleisbett liegen. Ja. Na. Und dann gibt es dieses komische Lied, wo ich gedacht habe, dass es von Emily Kinney ist. Aber es ist von Nicole Dornganger und es heißt Chapel. Ja, das war so, das fand ich ja auch so krass, also fast schon zu aufgesetzt. Aber weiß nicht. Geschmackssache. Ah, okay. War okay. Approved. Zurück in Alexandria sehen wir dann, dass Abe mit einem wahnsinnig romantischen Moment Sascha doch von sich überzeugt. Oh, was war denn das überhaupt? Das habe ich fast schon wieder vergessen. Ja. Jetzt hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber
Aber es, sind wirklich nur zwei Sätze oder so, die er sagt von mir, ja, ey, wir haben irgendwie noch 30 Jahre, die wir hier miteinander verbringen können. Also im Endeffekt wieder. I might as well, ja, yeah, komm. Und rein. Sie dann, genau. Come in, whatever. Ja, warum? Ja. Hier steht, was, warum? Steht auf, das war doch hier auf meinem Zettel. Als sie das letzte Mal eine Unterhaltung hatte, war es doch eindeutig, dass sie überhaupt nichts von ihm will. Friendzone. Und warum soll sie sich jetzt... Also nicht mal Friendzone. Warum soll ihre Meinung sich jetzt verändert haben? Durch was? Weil Denise gestorben ist? Weil Denise gestorben ist und das Leben ist kurz. Okay. Hm. Nee. Kaufe ich nicht. Das Leben ist lang. Ja. Aber ich meine, nur weil das Leben kurz ist, hast du ja nicht auf einmal Bock auf jemanden, auf den du vorher keinen Bock hast. So, weißt du? Mhm. Ich meine... Das ist komisch. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ganz kurz noch von wegen der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. Bevor Abraham zu Sascha geht, sind sie doch noch am Krankenbett von Eugene, genau. Oder? Welcome to stage 2, sagt genau, richtig. Don't have to welcome me. Ja. Utmost respect. Und die Antibiotika, reichen dann, um die Schusswunde zu heilen. Passt alles perfekt zusammen. Er ist ja nur ein Streifschuss, ne? Ja. Ja, das, also auf einmal ist es halt ein Streifschuss am Schluss. Ja. Als er getroffen wird, sieht es aus, als wäre es ein Bauchschuss. Ja, genau, ist ein Streifschuss. Aber jetzt ist gerade Tedins nicht da, deswegen... Und ich glaube, Bauchschuss kann so richtig, richtig gefährlich sein, weil dann verschwurbelt sich die Patrone irgendwo in dein Gedärm und dann verletzt du irgendwelche inneren Blutungen und dann blutest du aus wie so ein Schwein. Ja. Aber war zum Glück ja nur ein Streifschuss. Jetzt haben wir Eugene und keine Denise mehr, yay. Daryl und Carol begraben gemeinsam Denise und tun da auch noch das Namensschild rein. Und dann kommt der Brief von Carol an Tobin, den wir schon angesprochen haben, wo sie sagt, ey, ich kann das nicht mehr, ich gehe, komm mir bloß nicht nach, ich verlasse jetzt diesen Ort, wie es schon gemacht hat, haben hätte sollen, nachdem Rick mich fortgeschickt hat. Ich wiederhole, was, warum? Ja, das kommt jetzt doch eigentlich wirklich, also ihr habt es ja schon in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt, diese Entwicklung von Carol kommt jetzt auch für meinen Geschmack etwas zu plötzlich. Wenn Leute irgendwie gesehen haben, dass es schon seit der vierten Staffel so ist, Respekt, ja. ich hab's nicht so gesehen. Ja. Ich finde es natürlich wichtig, dass der Charakter sich auch irgendwann mal hinterfragt und das, was sie tut. Diese Hinterfragkomponente ist doch ganz klar erst seit der zweiten Hälfte der sechsten Staffel da. Natürlich. Machen wir uns mal nichts vor, natürlich. Oder? Ja, eben. Und das vorher ist auch, war sie doch die mega Badass, der wie viele Leute hat sie umgebracht, ohne mit der Wimper zu zucken? Kinder, Leute verbrannt in Zellen, Terminus allein eingenommen. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendjemand über seinen Bodycount nachgedacht hat. Ja. Also. Und ich meine, wie gesagt, dass sie so eine Seite jetzt zeigt, ist vollkommen legitim und nachvollziehbar. Ja. Aber dieser Aufbau, der ist halt einfach zu rushed. Ja, ja. Das geht zu schnell. Genau, meine Worte. Nee, aber das ist halt genau, dass es so schnell geht. Also, und warum verlässt sie, ich meine, wenn sie das hinterfragt, dann schließt sich doch mit Morgan zusammen, obwohl die Serie Morgan als Trottel hinstellt, das, was auch wieder nicht so wirklich passt. Dann müsste ja jetzt quasi Carol auch in dieser Ecke landen, weil sie ja auch sagt, irgendwie all life is precious und ich will jetzt nicht mehr töten und so weiter und so fort. Ich will es niemandem mehr zumuten. Dann kannst du ja auch einfach den Entschluss fassen, das nicht mehr zu tun. So wie morgen. Oder nur noch im höchsten Notfall. Aber oder sich auf deine Cookie-Back-Kunst zu konzentrieren und weiterhin in Alexandria zu bleiben. Ja, und halt irgendwie der Gruppe anders zu helfen. Aber was bringt es dir denn jetzt, ins selbstgewählte Exil irgendwie auszuwandern? Besonders, weil du da eher noch wieder vor die Entscheidung gestellt wirst, zu töten, ja. Als wenn du jetzt einfach in Alexandria bleibst und da, keine Ahnung, dich wie Olivia um die Vorräte kümmerst, um die Moral der Bewohner, um Cookies. Ja. Und es ist ja nicht so, dass sie fremdgesteuert ist von einem größeren, höheren Selbst, dass ihr irgendwie sagt, sie muss jetzt töten, sie ist jetzt eine Tötungsmaschine, sie kann das ja beeinflussen. Und indem sie dieses Bewusstsein entwickelt hat, müsste sie es ja eigentlich beeinflussen können. Aber sie sagt, nee, ich muss sie jetzt vom Acker machen. Und warum muss sie sich vom Acker machen? Damit sie in Gefahr gerät für irgendeine weitere blöde Situation, die noch kommt. Ja, entweder das, natürlich schüren die damit die Ängste, dass sie jetzt diejenige sein könnte, die durch Negan dahin gerafft wird. Oder The Walking Dead macht es ganz gerne, dass man kleine Grüppchen abtrennt, die dann später die Rettung sind. Und die war sie ja jetzt auch schon zweimal. Das wäre ja halt die Wiederholung der Geschichte in Terminus. Ja. Also das, ja, und ich meine, wir hatten ja das Exil schon mal. Ja. Nur war es halt nicht selbst gewählt, sondern von Rick irgendwie beauftragt. Aber ja. Nee. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, also Rick sieht man kurz am Anfang, ja. Michonne sieht man gar nicht. Irgendwie, wenn diese Lieder
fehlen. Da geht irgendwie alles ganz schön dumm ab da. Also wir machen mal Selbstentscheidungen. Wirklich, dann läuft das komplett aus den Fugen. Also keine Ahnung. Er hat nichts mehr Hand und Fuß. Ne? Das ist super seltsam. Und dass ich das mal bei Rick sagen würde, dass seine Hand, seine Ordnung mir da ein bisschen fehlt. Selbst Karl hätte dir sagen können, nee, die ist dumme Idee, geh mal nicht mit. Ja. Das ist halt alles sehr seltsam. Und dann diese einsame Schaukel. Und Dings, Tristan, nee, wie heißt der, Tobin mit dem Brief? Aber Tristan. Sollten wir da jetzt irgendwie traurig sein, dass Tristan da am Schluss irgendwie über... Let's call him Tristan. Frage noch an euch, wohin karren die Waffen? Nimmt die Carol mit oder machen die da irgendwas anderes mit? Ich glaube, die Waffen sind jetzt nochmal so ein Symbol dafür, dass Rick quasi aufrüsten lässt. Richtig, er weiß Bescheid, okay, da draußen ist noch eine Truppe und also wir haben die nicht besiegt und... Und also das Gefängnis ist keine Option, sondern die Waffen sind jetzt die einzige Option. Ach so. Muss übrigens sagen, gerade wenn wir nochmal über die Wachen und diese Wachposten sprechen, Sascha steht ja ganz oben, ist ja praktisch. Und sinnvoll. Einer steht hinter der Tür. Irgendwie in der Ecke, ich bewache diese Ecke mit meinem Leben. Ich glaube, das ist der Tor-Dude. Auf jeden Fall sich so ein kleines Häuschen basteln, wie bei den Engländern, Buckingham Palace. Ja, genau. Und immer so mit so einem riesigen Hut rummarschieren. Ja. Aber auf jeden Fall steht halt da Sascha und ich finde es da natürlich auch ein bisschen riskant, ne, wenn man halt so offen dasteht. Gerade wenn du davon ausgehst, dass die halt auch gute Waffen haben, die Leute. So ein Scharfschütze ist ein einfaches Ziel, so einen Wachposten da abzuschießen, der da oben halt steht. Hm. Weiß nicht, wie man das verhindern könnte. Vielleicht irgendwie noch Turm halt. Ne? Wir brauchen mehr Türme. Aber sie bauen ja auch weiter aus, sieht man ja auch zwischendurch, muss man ja sagen. Also es gibt so eine Szene, war das dann am Ende, als man nochmal sieht, wie sie diese eine, ich glaube, da bauen sie nochmal so ein Gestell oder sowas. Ja. Ne? Ja. Könnte so der Anfang eines kleines Turmes sein. Ziemlich klug. Ja. K-L-U-K. Fazit-Time, würde ich sagen. Fazit-Time. Wir haben sehr viel, wir haben die Folge ziemlich auseinandergenommen, muss ich sagen. Ja, zu Recht auch. Also ich fange jetzt einfach mal an. Bitte. Die drei Episoden davor waren ja ziemlich ordentlich. Mitunter das Beste, was TVD seit langem abgeliefert hat. Weil fast-paced, viel Action und so weiter. Viele Entscheidungen, die halbwegs nachvollziehbar waren. Hier haben wir jetzt so ein Entscheidungsfestival, wo gar nichts nachzuvollziehen ist. Wir haben es ja echt durchgekaut, alles Mögliche, Denise, dann die Trennung von den Leuten auf der Straße, dann also fast alles, was mit Denise zu tun hat, dann die Sache von Carol. Das war alles nicht so glücklich umgesetzt und nicht so gut hergeleitet und deswegen war die Folge leider eine ziemlich große Enttäuschung nach den vielen Guten, die davor kamen. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja schon spekuliert ein bisschen drüber, was jetzt passieren könnte, dass der Carol wieder zum rettenden Anker werden könnte oder dass sie sterben könnte. Wissen wir nicht, aber irgendwas davon wird bestimmt noch auftauchen. Ja, ich bin da voll bei Axel. Ich bin auch ziemlich enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Walking Dead war das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder furchtbar dumm. Wo ich dachte, wir könnten das vielleicht irgendwie umgehen. Viele Entscheidungen haben mir halt auch nicht gefallen und waren für mich auch nicht nachvollziehbar. Bei den Charakteren ist es halt so, dass das mal eigentlich keine schlechte Idee ist, Figuren Raum zur Entfaltung zu geben, die wir eher weniger sehen. Aber es ändert nichts daran, dass für viele von denen ich halt einfach, zum Beispiel Rosita oder auch bei Denise war es immer so eine Sache, da hätte ich gerne noch mehr vorher gesehen, bevor ich jetzt so mit ihr mitfühlen muss. Diesem tragischen Tod, den sie jetzt hat. Das ist so bei mir ein bisschen untergegangen. Hat mich nicht so krass berührt, wie es vielleicht bei anderen Leuten der Fall war. Ich fand es dann eher ein bisschen lachhaft, auch diese ganze Situation mit diesem Feuergefechten. Wir nennen es einfach mal so. Ich glaube, Denise ist so ein Charakter, den ich nach 3 Folgen vergessen habe oder so. Ja, das sagt ja, auch einiges. Ja, ja, das halt mit Carol ist jetzt auch so eine Sache. Fühlt sich schon so an, als wäre das sehr krass konstruiert und würde man bewusst was vorbereiten wollen für die letzten 2 Episoden. Klar, das müssen sie auch, aber das geht, glaube ich, alles ein bisschen eleganter und charakterkonformer. Aber das ist ja bei Carol in den letzten Folgen sowieso so ein Ding. Dieser Wandel ist etwas eigenartig. Ich mochte die Gruselkammer sehr gerne. Das war das Ding sah sehr gut aus. War sehr atmosphärisch. Aber ansonsten war es für mich eher auch so eine Mauer-Episode. Ich habe hier jetzt natürlich viel mitgerissen an den Logiklöchern, die es gab. Aber
an sich fand ich die, kann ich das übersehen, weil ich manchmal so ein Momente-Guy bin. Wenn du so 5 richtig geile Momente in der Episode drin hast, dann verzeih ich es. Und hier gab es halt so ein paar davon, vor allem dieser legendäre, ich wollte gerade ikonisch sagen, aber wir haben gelernt, dass ikonisch im Deutschen nicht so gut funktioniert. Dieser legendäre Moment mit dem Bolzen ins Auge, das macht schon einiges bei mir. Dickbite. Genau, und der Dickbite, hat die Episode einen Stein bei mir im Brett. Deswegen, ja, es war schwächer als das, was wir davor gesehen haben, aber ich fand es eigentlich immer noch relativ unterhaltsam und auch wegen Denise, die ich eigentlich ganz gerne mag, immer noch relativ gut. Also jetzt nicht so ich muss super, sagen, super gut, aber das, wenn man sich nicht so allzu viele Gedanken darüber macht, dann ist es wirklich auch unterhaltsam. Mhm. Also ich war jetzt auch nicht gelangweilt oder so. Ja. Ich habe halt dann ein bisschen drüber nachgedacht, dann habe ich mir gedacht, warum macht der? Aber der, das Ding ist halt, wenn halt vorher so welche dummen Sachen nicht begangen werden, solche dummen Fehler, und dann auf einen Schlag wieder so viele, ja, dann fällt es einfach auf. Ja. Also ja, wenn du normal guckst, dann sagst du, das ist doch nicht so gut wie vorher. Irgendwie, irgendwas, hier ist doch gerade der Wurm drin. Was habt ihr denn jetzt hier gemacht? Und das ist doch halt gerade so der Bolzen drin. Da ist doch, da steckt der Bolzen im Detail, im Auge meine ich. Wenn ihr unsere Podcasts mögt, dann könnt ihr natürlich auch bei YouTube vorbeischauen, wo es ein Podcast-Archiv gibt, oder auf serienjunkies.de/podcast. Da gibt es auch ein paar Filmpodcasts. Bald nehmen Felix und ich auch einen weiteren Blockbuster-Podcast auf, den können wir hier schon mal anteasern. Batman vs. Superman. Wie Superman, muss ich sagen. Dawn of Justice. Batman, Vagina, Superman. Batmans Vagina Superman. Den könnt ihr dann bald hier in diesem Feed finden. Ansonsten das Serientaxi-Archiv findet ihr auch da unter der Podcast-Seite. Und demnächst machen wir hier auch am 5. April nochmal die Live-Show zu The Walking Dead, wo ihr uns auch sehen könnt. Das ist so viel Enthusiasmus, Adam. Was? Ich bin voll enthusiastisch. Das machen wir alles. Und vielleicht kommen dann noch ein paar andere Überraschungen auf euch zu. Also bleibt immer mit am Ball. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren an via podcast@serienjunkies.de. Wenn ich ihr vorgelesen mal noch, sorry, ja, ich lese mal noch den Rest von Wallace E-Mails vor, weil er schreibt noch was zu Negan. Richtig clever finde ich übrigens den Schachzug der Showrunner, einen Schauspieler zu casten, ihn zu promoten und ihn einfach nicht zu bringen. Sollte Negan tatsächlich nicht auftauchen, wäre das für mich einer der genialsten Fake-Outs ever. Noch besser als vor Season 5 Andrew J. West, der Garrus gespielt hat, von den Terminiten zum Hauptdarsteller zu befördern und ihn 2 Folgen später wieder aus der Serie zu nehmen. Ich traue es Gimple zu, Negan noch nicht oder gar nicht zu bringen. Es winkt vom Baum gegenüber eines Podcast-Studios, eures Podcast-Studios, Wir Bolle. Winken zurück. Damn it, Bolle. Hallo, Bolle. Das ist nicht die Sonne, die so strahlt, das bist du. Genau, Podcast-Erzählen. Podcast-Poesie. Könnt ihr uns schreiben. Genau, wenn ihr vorgelesen werden wollt, haltet es ein bisschen kürzer oder markiert vielleicht eine Stelle, die ihr besonders herausragend findet. Genau, oder lobt einfach. Das ist ein sehr guter Weg. Oder super kurzes Feedback bei Twitter oder iTunes. Bewertungen sind natürlich auch immer wieder sehr gerne gesehen. Wo findet man euch bei Twitter? Fang du doch mal an, Felix. Man findet mich bei Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Ich bin bei Twitter und bei Instagram. Ich bin jetzt ganz neu bei Instagram. Ja, Instagram, ja, genau. Ihr habt mir auch letzte Folge schon viel gefollowt. Danke dafür und macht weiter. Love you. Max Steel echt bei beiden Portalen. Ich gehe, tschüss. Ich bin Awesome Art bei Instagram und Twitter. Da könnt ihr mich folgen, mir folgen und genau. Herzensbrecher 73 bei Knuddels. Ich bin auch bei Snapchat und Peach. Aber das sage ich nicht, meine Eddie. Wir freuen uns wieder auf die nächste Episode und auch wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dann. Nächstes Mal übrigens wieder eine neue Konstellation, weil ich im Urlaub bin. Krass. Du Pfeife, ey. Wer ist denn dann eigentlich hier? Ihr beiden? Vielleicht Hanna ist auch nicht da. A-N-N-I. Ja. Oh, A-N-N-I. Krass, das kann niemand dechiffrieren. Was das heißt. Ich esse jetzt meinen Hasen weiter. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ciao.